stehen gelassen, weil er sie nicht brauchte. Mhm. Ja. Weil ich habe dich auch gefragt, weil Trompete ist ja ein Instrument, wo man erstmal richtig lange braucht, um überhaupt einen Ton rauszukriegen. Ja, und dann noch den zweiten, der anders ist als der erste, das ist ja noch viel schwerer. Ja. Wie bist du darauf gekommen? Ja, das weiß ich nicht mehr. Vielleicht war es, es war so wie eine Herausforderung, das zu machen. Und mein Freund, der sein Trompet gelassen hat, der hat mir ein bisschen, wie sage ich, challenged me, like, das schaffst du niemals. Ja, auch, wow. Oh, meine ganze musikalische Karriere, das ist, wow, it's built on bets. It's a bit embarrassing. Wow. Ja, aber also auf eine Wette. Ne? Ja. Also auf Wetten. Also ja. Du schaffst es. Ja. Schaffst du oder schaffst du es nicht? Wenn du schaffst, dann kriegst du es. Ja. Okay. Wow, das ist okay. Ja. Nein, aber nein, das war super cool. Vielleicht auch, da es so schwierig ist, das zu spielen. Und ich habe mich ein Jahr lang jeden Tag, ich weiß nicht wie viele Stunden damit beschäftigt und nur das getan. Und wenn du den ersten Ton kriegst und der zweite und ein Ladder, Scale. Tonleiter. Spielen kannst, dann ist das wirklich wow. Und ja, das ist heutzutage ganz dasselbe. Jeden Tag, wenn ich aufstehe und ich mache meine Warm-ups und ich versuche das wieder in den richtigen Platz zu kriegen, das ist, jeden Tag ist ein, wie sagst du das? Herausforderung. Ja, ja. Gab es denn Vorbilder für dich? Also hast du gesagt, es gab Candy Dulfer, war ja, ist ja auch eine Frau. Ich meine, Jaco Pastorius war jetzt ein Mann. Ja. Aber gab es für dich auf der Trompete irgendjemand, der dir vom Sound oder so, der dir als Vorbild? Das sind alle nur die Trompetisten, die nicht spielen wie richtige Trompetisten. Das ist nicht das Paar. Das ist der Arve Henriksen, der norwegische. Und die spielen alle wie ein Flut. Das ist eine ganz andere Sache. Ja, und weiter nicht so viel Trompetisten, die inspirieren. Es gibt ja bei den Trompeten so zwei verschiedene Schulen, so wie ich es mal gelernt habe. Einmal die so Sound, die Sound machen, das ist Arve Henriksen oder davor noch Miles Davis. Mhm. Und die anderen, die so Technik, die so. Ja. Wie Peter Evans, den wir im letzten Jahr hatten, ja. Oder Dizzy Gillespie, diese. Ja. Und da bist du aber wahrscheinlich auf der Sound, im Klang, im ja. Klanglichen. Wie alt warst du da, als du die Trompete zum ersten Mal? 20. Okay. Okay. Ja. Cool. Und hast du dann, warst du an der Hochschule, wo hast du es gelernt? Wie hast du es dann, warst du Lehrer? Ich hatte einen Lehrer für das erste Jahr, bevor ich nach Konservatorium gegangen bin, ist irgendwann. Und ja, da habe ich ja, nachher das Konservatorium die ganze 4 Jahre gemacht und nachher den Master in New York für ein Semester. Mhm. Wo warst du denn ein Jahr? Manhattan-Schule. Okay. Ja. Cool. Ja. Ja, und, ja, das ist, aber jetzt, ich habe, vor 2 Jahren hatte ich keinen mehr, und, aber jetzt habe ich einen gefunden in Brüssel. Mhm. Und das ist wirklich, ja, das ist, wie soll ich das sagen, die große Aha-Erlebnisse, die ich habe mit Trompete, das war nicht, weil ich einen Lehrer hatte und er hat mir gesagt, aber es ist alles, das dauert und du hast da keine Kontrolle, dass irgendwann dann geschieht was und du bist so, ah, wow, das ist ein Gefühl und das ist alles in deinem Körper. Und das kannst du nicht, das ist nicht da, und du machst es so, nicht so, das ist alles hier und das kannst du nicht sehen, aber nur ein Gefühl. Und das ist sehr schön auf einem Trompet. Und ja, manchmal ist das so, wow, dann hast du das Gefühl, musst du das memorisieren und dann bist du den ganzen Tag hier und den nächsten Tag bist du wieder zurück.